Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu dieser kurzen Online-Yoga-Stunde von Yogatastic. Ich freue mich, dass ihr alle dabei sind und eingeschaltet habt und wir machen heute einfach ein kleines Potpourri, um uns einmal durchzubewegen. Gut, dann wünsche ich euch damit viel Spaß und wir beginnen im Schneidersitz. Setzt ihr gemütlich in den Schneidersitz. Deine Wirbelsäule ist ganz lang, dein Körper ist aufrecht. Das Kinn zeigt leicht nach oben. Deine Handflächen sind auf deinen Knien. Und dann schließ deine Augen und komm ganz bewusst in dieser Yogastunde in deinem Körper an. Atme durch die Nase ein. Und aus. Atme ein. Und ganz bewusst länger als die Einatmung aus. Spür richtig, wie du mit der Ausatmung die ganze Luft, den ganzen Sauerstoff, den du mit der Einatmung in den Körper lässt, wie du denn richtig alles entweichen lässt, alles was alt ist. Atme nochmal ein. Und ein letztes Mal ausatmen. Dann öffne ganz langsam deine Augen. Und komm mit den Vierfüßlerstand. Stell deine Zehen hinten auf und komm gleich mit der Ausatmung in den ersten herabschauenden Hund. Deine Finger drücken ganz fest in den Mattenboden, sodass die Handgelenke leichter werden, dass die nicht so fest in die Matte drücken. Den Blick geht zu den Handgelenken nach vorne. Deine Beine sind nur gebeugt, Sitzbein, Höcker, zur Richtung Decke. Jetzt mach den Rücken ganz lang, streck richtig die Hände nach vorne weg, schieb die Schultern zu den Ohren, Sitzbein, Höcker nur mehr Richtung oben und dann streck langsam deine Beine durch und lass diese Länge in dem Rücken und diesen geraden Rücken behalten bei. Mit der nächsten Einatmung lass die Beine gestreckt und mach nur mit der Wirbelsäule eine Welle. Und mit der Ausatmung mach die Welle zurück und komm in den herabschauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung mach den Rücken wieder rund, komm so mit einer Welle leicht nach vorne. Und mit der Ausatmung mach wieder so einen Entenpo und komm mit der Ausatmung zurück in den Hund. Beine bleiben gestreckt. Einatmung, letztes Mal. Und ausatmen, Entenpo, komm zurück in den Hund. Dann machen diese Welle größer. Komm auf die Zehenspitzen. Mach einen ganz runden Rücken, Kopf, Kinn, Gott zum Brustbein. Mach eine ganz große Welle, bis in der Plank bist. Und von der Plank beug deine Beine. Und schieb die mit gebeugten Beinen zurück in den Hund. Und erst, wenn dein Rücken ganz lang ist, die Sitzbeinhöcker ganz hoch oben sind, dann streck die Beine. Und dann nochmal einatmen. Guck auf die Zehenspitzen, große Wellen nach vorne. Und ausatmen, zurück in den Hund, gebeugte Beine. Letztes Mal einatmen. Und zurück in den Hund, ausatmen, sehr schön. Mit der nächsten Einatmung, rechtes Bein liegt nach oben, dreibeiniger Hund. Ausatmen, öffne deine Hüfte. Versuch jetzt mal mit deinem rechten Fuß, wie wenn du gegen eine Wand drücken würdest auf der linken Seite und lass aber die Schultern parallel. Blick Gott nach vorne zu den Händen, atme ein. Und aus, Bauchnabel sanft nach innen ziehen. Letztes Mal ein.
und aus. Vergiss die Wand nicht, gegen die du drückst. Einatmen, streck das obere Bein. Und ausatmen, zurück in den Hund. Beweg dich jetzt von rechts nach links und von links nach rechts. Den Blick dort nach vorne zu deinen Händen. Ohren sind neben den Oberarmen. Dann atme ein, beug die Beine und aus, streck die Beine. Nächste Einatmen, links geht nach oben, dreibeiniger Hund. Ausatmen, öffne die Hüfte und versuch die Wand auf deiner rechten Seite mit dem Fuß wegzuschieben. Genau, Schultern eben gelevelt, das warst du vor der Linie. Und du öffnest die Hüfte. Atme nochmal ein. Und aus, wer mag, schließt die Augen. Letztes Mal ein. Und aus. Nächste Einatmung, streck das Bein und ausatmen, zurück in den Hund. Wander jetzt da nochmal von rechts nach links und von links nach rechts. Und dann komm mit kleinen Schritten nach vorne zum Anfang von deiner Matte. Beine sind gebeugt, Füße rücken fest in den Mattenboden, Fersen schieben die Matte auseinander, gefühlt. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Und dann roll die nach oben mit jeder Einatmung. Wirbel für Wirbel. Und mit der Ausatmung Hände vors Herz. Namaste. Sehr schön. Einatmen, rechtes Bein geht nach oben. Hände gehen nach oben. Ausatmen, Twist nach rechts. Einatmen, Arme gehen wieder nach oben. Ausatmen, stell das rechte Bein ab und mach mit deinen Armen, mit deinem Oberkörper einen großen Kreis nach rechts. Du landest in der Vorbeuge. Gebeugte Beine, halbe Vorbeuge. Ausatmen, geht das rechte Bein zurück. Knie legt sich ab. Das hintere Knie und den vorderen Fuß ziehen zueinander. Die vordere Ferse drückt fest in den Mattenboden. Und mit dieser Kraft in den Beinen atme aus. Und mit der Einatmung hoch in den Mini-Krieger. Arme strecken nach oben. Mach deine Seiten lang. Zieh das hintere Knie zum vorderen Knöchel. Dann atme ein, mach den Oberkörper lang und vielleicht eine kleine Rückbeuge aus der Brustwirbelsäule. Atme ein und aus. Nochmal einatmen und ausatmen. Vergiss deine Beine nicht, die ziehen zueinander. Atme nochmal ein und mit der Ausatmung komm wieder auf die Fingerspitzen beim vorderen Fuß. Mit der Einatmung komm in so eine Kuh. Und mit der Ausatmung streck das vordere Bein durch. Komm in den halben Spagat. Die Fingerspitzen sind am Boden aufgestellt. Versuch so einen kleinen Entenpo zu machen. Das vordere Fußgelenk, den vorderen Fuß ist ganz aktiv. Und dann spür die Dehnung im Hintern, Oberschenkel vom linken Bein. Atme ein, mach deine Seiten lang und aus, gib ein Knie noch. Nochmal einatmen und ausatmen, gib vielleicht ein Knie noch. Letztes Mal einatmen. Und mit der Ausatmung stell den vorderen Fuß ab. Hinteres Knie geht nach oben. Zieh oder deine Füße zueinander. Vorderer Fuß drückt fest in den Mattenboden. Ganz viel Kraft in den Beinen. Das hintere Bein ist gestreckt. Atme da ein und aus. Und mit der nächsten Einatmung hoch
Po einen Ausfallschritt. Ziehe da beide Füße zueinander, die hintere Ferse ist aufgestellt. Arme zeigen nach oben, atme ein, streck die ganz lang und ausatmen. Nochmal einatmen, seitenlang machen und ausatmen. Füße ziehen zueinander, vorderer Fuß ist fest im Mattenboden. Nochmal ein und aus. Letztes Mal einatmen und mit der Ausatmung komm nach vorne in den Sprinter. Atme ein, Standing Split und aus. Lass die Hüfte da auf einer Linie, streck das hintere Bein so hoch wie es geht und mach das hintere Bein fest und streck die wie so eine Ballerina. Ganz viel Spannung im hinteren Bein. Kannst mit den Fingerspitzen am Boden ziehen. Seiten sind lang. Und dann atme dann nochmal ein. Und aus. Vorderes Bein ist leicht gebeugt. Letztes Mal einatmen. Und mit der Ausatmung dreht beide Füße zueinander. Lass die mal aushängen. Bewegt den Oberkörper von rechts nach links und von links nach rechts. Lass den Kopf hängen. Dann atme aus. Und mit der Einatmung roll ihn nach oben, Wirbel für Wirbel. Nächste Einatmung. Linkes Bein geht nach oben und die Hände. Und mit der Ausatmung Twist auf die rechte Seite. Linke Seite, Entschuldigung. Sehr gut. Einatmen wieder nach oben. Ausatmen, Fuß abstellen und mach einen großen Kreis mit deinem Oberkörper nach links. Komm so in die Vorbeuge. Genau, spür deine Seiten, wie sie sich dehnen. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und dann geht das linke Bein zurück, hinteres Knie setzt ab. Du bist vorne nur auf den Fingerspitzen. Und jetzt zieh das hintere Knie zum vorderen Knöchel. Druck mit der vorderen Ferse fest in den Mattenboden. Vorderer Großzehballen und Kleinzehballen drücken auch fest in den Boden. Atme da aus. Und mit der Einatmung komm hoch in den Mini-Krieger. Sehr schön. Mach die Seiten lang, streck die nach oben und mit der Ausatmung komm in eine leichte Rückbeuge. Lass deine Schulterblätter zueinander ziehen und so das Herz öffnen. Atme nochmal ein und aus. Einatmen, zieh den Bauchnabel sanft zu dir und aus. Letztes Mal einatmen und mit der Ausatmung komm zurück, Hände gehen beim vorderen Fuß am Boden, hinteres Bein strecken, Sprinter, zieh die Füße zueinander, vorderer Fuß drückt fest in den Mattenboden, hinteres Bein ist aktiv, atme noch ein, mach so einen Kuhrücken und aus. Nächste Einatmung und einen hohen Ausfallschritt. Hintere Ferse ist nach oben aufgestellt. Füße ziehen zueinander. Spür den Unterschied, wenn du die Füße zueinander ziehst oder wenn du sie einfach nur so locker lässt. Genau, sehr gut. Mit der Einatmung streck deine Arme nach oben und mit der Ausatmung komm da in eine leichte Rückbeuge. Nochmal einatmen, nach oben strecken und ausatmen. Einatmen, zieh die Füße zueinander und ausatmen. Letztes Mal einatmen und mit der Ausatmung.
Ausatmung, komm nach vorne in den Sprinter. Nächste Einatmung, linkes Bein hebt sich, Standing Split. Vorderes Bein ist leicht gebeugt. Der Oberschenkel, der hintere Oberschenkel vom vorderen Bein zieht so nach hinten. Die Sitzbeinhöcker vom vorderen Bein streckt Richtung Decke. Und das hintere Bein, das obere Bein ist ganz stark und angespannt, wie eine Ballerina. Vielen Fingern, bist nur mit den Fingerspitzen am Boden. Und dann atme da ein, mach deine Seiten lang und aus. Nochmal einatmen. Und ausatmen. Letztes Mal ein. Und mit der Ausatmung komm nach vorne in die Vorbeuge. Häng die Lungen aus. Schüttel den Kopf. Ja, ja, nein, nein. Seufze mal. Wander mal mit den Fingern zum linken Fuß auf die linke Seite. Spür den Stretch in deinem gesamten, in der gesamten rechten Flanke. Den Rumpf wieder nach vorne und auf die rechte Seite. Drück nur die Fingerspitzen in den Boden. Die Fingerspitzen sind auf der Seite von deinem rechten Fuß. Und jetzt spür den Stretch in der linken Seite. Füße drücken den Boden hinein, sind ganz geerdet. Nochmal einatmen. Mit der Ausatmung zurück in die Mitte. Einatmen, halbe Vorbeuge. Und ausatmen in den Vierfüßlerstand. Und dann leg die am Boden ab. Nimm jetzt den rechten Unterarm und leg ihn so diagonal vor dir auf die Matte. Die Ellenbogen und die Schultern sind in etwa auf einer Höhe. Und dann beug das linke Bein ab und griff mit der linken Hand zum linken Fuß. Atme ein und mit der Ausatmung zieh den linken Fuß näher zu deinem Gesäß. Mehr so auf die Außenseite von deinem Gesäß, sehr schön. Und acht drauf, dass die Knie nicht zu weit auseinander gehen, sondern eher beieinander liegen. Sehr schön. Den Fuß drückt in die linke Hand und die linke Hand drückt gegen den linken Fuß. Atme da ein und aus. Schließ deine Augen, wenn du das möchtest. Und spür diesen ganz aktiven Stretch in deinem vorderen Oberschenkel. Bleib bei deiner ganz ruhigen und tiefen Atmung und spür, wie du bei jeder Ausatmung ein bisschen weiterkommst in diese Dehnung. Halt die Dehnung aber aktiv, gib immer Druck und Gegendruck. Dann atme nochmal ein und mit der Ausatmung löse. Paddel mal ein bisschen mit deinen Füßen oder so Scheibenwischer mit den Unterschenkeln. Dann kommt die andere Seite dran. Linker Unterarm ist so diagonal auf der Matte. Schultern und Ellenbogen sind in etwa auf einer Höhe. Beug das rechte Bein und greif den Fuß mit der Hand. Die Knie sind beieinander und dann zieh den Fuß zu dir her.
mehr so auf die Außenseite vom rechten Gesäß. Und der Fuß drückt in die Hand und die Hand drückt in den Fuß. Und dann beobacht, welche Seite einfacher geht, welche Seite sich mehr dehnen lässt als die andere. Und spüre in den Körper. Schließ deine Augen. Und atme ganz entspannt ein und aus. Der Fuß drückt gegen die Hände oder die Hand. Hand drückt gegen den Fuß. Und die rechte Seite, das rechte Becken liegt auf der Matte. Und spüre auf dieser Seite die Dehnung und den Atem nochmal ein und aus. Letztes Mal einatmen und mit der Ausatmung lösen. Mach nochmal so einen Scheibenwischer, wenn du das möchtest. Atme durch. Und dann leg die auf den Rücken für einen abschließenden ganz sanften Twist. Die Füße sind mattenbreit. Atme ein. Mit der Ausatmung lass die Knie auf die rechte Seite fallen. Wer mag, kann den rechten Fuß auf das linke Knie legen und so die Dehnung verstärken. Die Hände oder die Arme sind in Kaktusform neben dem Kopf. Sehr schön. Und wer irgendwas im Knie spürt, an Schmerz oder unangenehmes Ziehen oder generell an Druck im Knie, der nimmt den Fuß wieder herunter und lass das Knie aus eigener Kraft am Boden fallen. Wir wollen unserem Körper was Gutes tun und nicht Stress oder Schmerzen produzieren. Schließ die Augen und sink in diese Dehnung. Atme nochmal ein. Und ausatmen. Nächste Einatmung. Löst den Fuß vom Knie, wenn er oben war. Bring die Knie in die Mitte. Atme ein. Und mit der Ausatmung sinken die Knie zur linken Seite. Wer mag, kann wieder den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel legen, überhalb vom Knie. Und so tiefer in die Dehnung mit dem Druck hineinkommen. Mach es aber nur, wenn das Knie damit einverstanden ist. Wenn sich irgendwelche Schmerzen oder Unannehmlichkeiten beim Knie einstellen, den Fuß wieder herunternehmen und die Dehnung so genießen. Atme ein. Und aus. Dein Hals ist geöffnet. Dein Hinterkopf liegt ungefähr auf Höhe, wo der Zopfgummi ist, wenn man einen Pferdeschwanz hat am Boden. Die Wölbung in der Halswirbelsäule besteht. Ganz genüsslich und entspannt aus. Löse den linken Fuß vom rechten Knie, wenn er oben war. Bring die Füße
Knie wieder nach oben in die Mitte. Und dann lass die Beine ausgleiten. Leg die Hände mit den Handflächen noch oben neben dir ab. Schließ die Augen. Und genieß ein paar Atemzüge in Shavasana, der Endentspannung. Gönn dir den Moment für dich. Ganz entspannt und ganz zufrieden in deinem eigenen Körper. Spür die frische Energie, die du dir durch die kurze Sequenz erarbeitet hast, und genieß sie. Einatmen. Mach die ganz lang, streck die, räkel die, seufz, wenn du das möchtest, oder gähne. Und dann roll die auf die rechte Seite und langsam nach oben in den Sitz. Die Hände vor deiner Brust in Namaste. Die Augen sind geschlossen. Ich bedanke mich bei dir fürs Mitmachen, für die gemeinsame Zeit und wünsche dir nur einen ganz wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.